Hallo Menschen, heute möchte ich die gelesenen Bücher aus der zweiten Hälfte des Monats Juni besprechen und es ging gleich los mit dem zweiten Teil der His Dark Materials-Reihe, nämlich das magische Messer. Und das schließt direkt an den ersten an, obwohl wir erstmal einen anderen Protagonisten haben. Was mir in dem Teil besonders gut gefiel, waren die verschiedenen Welten, in denen wir uns hier bewegen. Aber ich kann irgendwie trotzdem schwierig einschätzen, wie sehr sich das nun lohnen würde, wenn man die Reihe als Erwachsener jetzt zum ersten Mal liest, weil bei mir das Ganze doch mit einem gewissen Nostalgiefaktor verbunden ist. Es gibt halt schon so ein paar klischeehafte Formulierungen, zum Beispiel sowas wie, er rieb sich erschrocken die Augen. Und das macht doch niemand. Das ist nur so eine Floskel. Aber stell dich mal vor, oh, da muss ich mir erstmal die Augen reiben. Das ist ja, das gefiel mir nicht so. Oder dass es halt ein paar unlogische Logiken gibt, in denen dann einfach da stand, das muss jetzt so sein, denn sie ist eine Hexe und mehr Erklärung bekommen wir einfach nicht. Aber für mich war es wieder unterhaltsam und schöne, verschiedene, tolle Welten, die uns auch wirklich langsam so auf das Finale vorbereiten. Dem folgte dann das Museum der Stille von Yoko Ogawa. Hier geht es darum, dass unser Ich-Erzähler, ein Museumsexperte in einem abgelegenen Dorf, für eine alte Dame ein Museum eben errichten und auch so organisieren soll. Dabei ist zunächst erstmal ein bisschen unklar, um was es eigentlich geht. Es stand nicht so direkt in der Stellenbeschreibung und die Auftraggeberin ist auch total gereizt und zetert die ganze Zeit rum. Und wie sich dann herausstellt, möchte sie ein Museum aufbauen mit Erinnerungsstücken für jeden Toten aus diesem Dorf, die wirklich eben repräsentativ sind, die sehr, sehr wichtig waren für denjenigen, der gestorben ist. Und das will vielleicht nicht jeder dann an ein Museum abgeben. Das ist schon so die Schwierigkeit dahinter. Was mir hier vor allem gefiel, ist, dass das Buch sehr, sehr ruhig erzählt ist. Ich möchte euch mal kurz eine Stelle vorlesen. Da lautet es: Die riesige, von Stille erfüllte Villa war von dichter Finsternis umgeben. Wir drängten uns eng aneinander wie eine Schar winziger Sterne am äußersten Rand des Himmels. Ich hatte keine Vorstellung von dem, was sich dort draußen in der Finsternis verbergen mochte, aber ich fürchtete mich auch nicht. Durch unsere Leidenschaft für die Erinnerungsstücke waren wir unzertrennlich miteinander verbunden. Solange die Suche nach Erinnerungsstücken und ihre Bewahrung unser gemeinsames Ziel war, würde keiner von uns über den Rand stürzen oder von der Finsternis verschluckt werden. Das wusste ich. Also die Beschreibungen der Orte oder der Tätigkeiten sind oft sehr, sehr sanft. Außer vielleicht, wenn die Alte eben zetert. Und dadurch entsteht eine wirklich tolle Atmosphäre. Das wird vielleicht auch nochmal dadurch unterstützt, dass wir hier keinerlei Namen haben. Die heißen einmal nur die Alte, das Mädchen, der Gärtner und dergleichen, wodurch etwas Märchenhaftes entsteht. Wobei ich nicht sagen würde, dass es jetzt so Märchen und traumhaft wird. Also zum Beispiel hinten drauf auf dem Buch steht, Ogawa hat einen faszinierenden Roman geschrieben, in dem die Grenzen zwischen Realität und Imagination verschwimmen. Und ich finde, das ist falsch. Das ist total misleading, wie sagt man auf Deutsch, also in die Irre führend. Da denkt man auch so ein bisschen mehr an Murakami und das ist ja überhaupt nicht der Fall, meiner Meinung nach. Aber es ist halt trotzdem so eine schöne, dichte Atmosphäre. Und in dieser schönen, ruhigen Erzählung werden dann aber allmählich Risse sichtbar. So, unser Protagonist schreibt zum Beispiel immer an seinen Bruder. Und schon so ab dem zweiten Brief haben wir als Leser das Gefühl, hier stimmt doch irgendwas nicht, also es fühlt sich irgendwie ungut an und dann beginnen im Dorf auch noch Morde an jungen Frauen und zwar auf dieselbe Art, wie vor 50 Jahren schon mal eine Frau umgebracht wurde und indem ihnen dann auch immer noch die Brustwarzen abgeschnitten wurde. Wobei das Ganze jetzt kein Thriller wird, aber die Atmosphäre verdichtet sich eben zunehmend und wo man vorher vielleicht so eine Art idyllische Stille hatte, wird es jetzt eher eine beängstigende und dieser Übergang gefiel mir sehr, sehr gut. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, der betrifft das Ende, ohne dass ich euch jetzt spoilern werde, aber ich konnte nicht so ganz verstehen, warum unser Protagonist am Ende dann halt das tut, was er tut, beziehungsweise nicht tut. Also ich habe mir so nach dem Höhepunkt eine andere Reaktion erwartet und fand auch nicht, dass es sehr gut wiedergegeben wurde, warum er nun so handelt, wie er handelt. Also das kam mir sehr, sehr seltsam vor, aber das ist nur so eine Kleinigkeit, das gefiel mir im Großen und Ganzen sehr gut und ich möchte gerne mehr von dieser Autorin lesen. Dann kam mal wieder ein moderner Klassiker, nämlich The Great Gatsby, was ich zusammen mit Steffis Leseleben und Bookmarked las. Und es gefiel mir sehr, vor allem mal wieder für die Sprache. Falls es jemand nicht weiß, wir folgen hier dem Ich-Erzähler Nick, der neben dem riesigen Anwesen von Gatsby eben wohnt, ohne dass er anfangs erstmal weiß, wer derjenige eigentlich so ist. Ganz tolles, kurzes Zitat. Da fragt er mal so, "Who is he?" I demanded. "Do you know?" Und die Antwort ist einfach nur, "He's just a man named Gatsby." Und bei diesem Gatsby werden eben immer riesige, wilde Partys gefeiert. Wir befinden uns auch in den 20er Jahren in New York.
und bewegen uns zum Großteil halt so im reichen Zirkel, sag ich mal. Das heißt, ja, teilweise sind die Leute schon oberflächlich, aber auch nicht jeder. Es hat aber alles so eine dekadente Stimmung. Und die meisten wissen, glaube ich, auch noch, dass hinter The Great Gatsby auch noch eine tragische Liebesgeschichte steht. Ich glaube, was mir mit am meisten gefiel, ist die Art, wie wir die Geschichte erzählt bekommen. Nick hat definitiv eine Außenseitersicht. Er kommt auch nicht aus New York ursprünglich und er hat teilweise schöne, zynische Beschreibungen von Menschen parat, teilweise auch so toll in einem Satz. Er charakterisiert sie auch sehr interessant und ich möchte euch ein paar Beispiele dafür geben. They were careless people, Tom and Daisy. They smashed up things and creatures and then retreated back into their money or their worst carelessness or whatever it was that kept them together and let other people clean up the mess they had made. Und noch ein zweites. His hand took hold of hers and as she said something low in his ear, he turned toward her with a rush of emotion. I think that voice held him most with its fluctuating, feverish warmth. Because it couldn't be overdreamed. That voice was a deathless song. Das ist so ein toller Satz. Und noch ein letztes, kurzes auch, den Gatsby selbst sagt, und da steckt eigentlich schon so viel drin. Then came the war, all sport. It was a great relief, and I tried very hard to die. But I seemed to bear an enchanted life. Das gefiel mir sehr, sehr gut, alles, was er mit Sprache macht, wie er Menschen charakterisiert und so weiter. Im Großen und Ganzen geht es halt viel um das Klammern an die Vergangenheit und an Träume. Auch dazu gibt es ein ganz passendes Zitat. Each night he added to the pattern of his fancies until drowsiness closed down upon some vivid scene with an oblivious embrace. For a while these reveries provided an outlet for his imagination. They were a satisfactory hint of the unreality of reality, a promise that the rock of the world was founded securely on the fairy's wing. Dann natürlich auch noch viel um so das Selbstbild, was man von sich hat, aber dann die Vorstellung, wie sich die Welt von dir macht. Es geht auch viel um den amerikanischen Traum oder wie der eben zerfällt. Eine ganz, ganz tolle Beschreibung gibt es von diesem Valley of Ashes, hat eher so der Industriebezirk, alles ein bisschen dreckiger und er beschreibt es so. So. This is a valley of ashes, a fantastic form where ashes grow like wheat into ridges and hills and grotesque gardens, where ashes take the forms of houses and chimneys and rising smoke, and finally, with a transcendent effort, of ash-gray men who move dimly and already crumbling through the powdery air. Das ist eine großartige Beschreibung eines so etwas abgelegenen Industriebezirks, meiner Meinung nach. Und letztlich geht es aber auch um das Durchschauen von Fassaden und die Ferne, die Distanz, die sich dadurch oder auch durch andere Dinge zwischen Menschen bilden kann. Und dazu möchte ich euch auch noch ein letztes Zitat geben, denn wie da diese Reaktion zueinander beschrieben wird, das war auch schon wieder großartig. But with every word she was drawing further and further into herself. So he gave that up. And only the dead dream fought on as the afternoon slipped away. Trying to touch what was no longer tangible, struggling unhappily, undespairingly toward that lost voice across the room. Und insgesamt finde ich es halt toll, dass man in dieses Buch so viel hineininterpretieren kann. Also zum Beispiel gibt es auch diese Werbetafel eines Optikers und diese riesengroßen Augen, die dann immer über dieses Valley of Ashes zum Beispiel schauen. Aber man muss nicht, sondern man kann das auch wirklich, wirklich schön, also zur Unterhaltung lesen. Und zwar finde ich schon eher so zur gehobenen Unterhaltung. Zum Beispiel war auch das Englisch definitiv schwieriger als das von so aktuellen Fantasy- oder Gegenwartsromanen, die ich auf Englisch las. Und es ist aber einfach eine gute und eine schön geschriebene Geschichte. Also ich kann eigentlich nur von dem Buch schwärmen. Ich war auch positiv überrascht. Ich dachte, es geht irgendwie nur so um die reichen Leute, aber prinzipiell steckt da halt schon noch viel dahinter und gefiel mir sehr gut. Danach las ich Das Ende von Eddie von Édouard Louis, also er kommt ursprünglich aus Frankreich. Und es geht eben auch um den jungen homosexuellen Eddie in der nordfranzösischen Provinz, in der er, seine Sexualität und sein Verhalten einfach nicht akzeptiert werden. Das heißt, wir erfahren hier viel von den Schwierigkeiten des Aufwachsens, von direktem Mobbing, auch von den ersten sexuellen Erfahrungen. Und das Ganze ist, so steht es zumindest hinten drauf, vom Leben des Autors inspiriert. Und das ist auch ein bisschen das Problem, was ich mit diesem Buch hatte. Hätte hier vorne drauf direkt so Autobiografie, Memoiren gestanden, wäre das für mich okay gewesen. Da hätten mich viele Dinge nicht gestört, denn dann liest man das Buch ja quasi nur oder hauptsächlich, weil man am Leben dieses Autors interessiert ist. Aber hier steht Roman und davon erwarte ich mir einfach etwas mehr. Also vor allem literarisch. Dieses Buch hat mir
sprachlich überhaupt nichts gegeben. Es ist eben immer nur, und dann passierte das, und dann passierte das, und dann passierte das. Und das ist, finde ich, für eine Autobiografie okay, aber für einen Roman brauche ich einfach etwas mehr. Es ist weder interessant erzählt, noch schön formuliert. Und dazu kommt noch, dass ich ihm seine Geschichte natürlich glaube, aber die Personen sind wandelnde Klischees. Es gibt diesen trinkenden Vater, der sehr, sehr tough ist und sich nicht für Kunst interessiert und so. Die Mutter, die mit 17 von der Schule abging, weil sie schwanger wurde. Es gibt den sportlichen, kräftigen, älteren Bruder, der seinen jüngeren Bruder am liebsten zu Tode prügeln würde, weil er schwul ist. Und ich würde halt verstehen, wenn er alles so realistisch wie möglich wiedergeben möchte, gut, dann schreibe bitte eine Autobiografie. Aber wenn er einen Roman macht, da brauche ich einfach etwas mehr. Also insofern hatte ich hier vielleicht einfach etwas anderes erwartet, wenn man von Anfang an damit rangeht, gut, ich lese jetzt das Leben dieses einen Menschen oder die Kindheit eigentlich, wie sie war, mehr will ich nicht, dann wird einem das wahrscheinlich besser gefallen. Für mich war es einfach eben kein guter Roman. Ich finde, das ist auch eine Entscheidung des Verlags, oder vielleicht hat der Autor auch gesagt, ich möchte einen Roman schreiben, keine Autobiografie. Ja, nicht so meins. Es ging dann aber besser weiter, auch im LGBTQ+-Bereich, nämlich mit Das Licht ist weder gerecht noch ungerecht von, ich bin mir mit der Aussprache nicht ganz sicher, Jérôme Rouvigné, auch er kommt ursprünglich aus Frankreich und ich hoffe, er ist jetzt das richtige Pronomen, denn es geht halt viel um Transgender-Themen und ich habe ihn auf der Buchmesse getroffen, fand ihn auch total sympathisch. Arbeitet auch mit den kleinen Verlagen zusammen, im Worten und mehr war das hier zum Beispiel, die ich auch in meinem Buchmesse-Video erwähne, die sich da sehr engagiert haben und dergleichen. Auf jeden Fall ist das hier jetzt eine Art Lyrik-, Kurzgeschichten- und Theater-Monologe-Band, so nennt er es selbst, in dem es halt viel um Akzeptanz geht, um Transgender, eben auch um so Zweisprachigkeit und insofern auch Einwanderung, und das gefiel mir im Großen und Ganzen sehr gut. Und wie immer gibt es einfach mal ein Beispiel aus so dem Lyrikbereich. Es ist ein längeres Gedicht, aus dem ich aber nur teilweise zitiere. Am Anfang war die Beschimpfung. Davor stehe ich. Will ich mir diese Beschimpfung wirklich wieder aneignen? Wörter will ich nicht zurückerobern. Erobern will ich eigentlich gar nichts. Wörter will ich wieder lieb gewinnen. Wörter will ich lieb haben können. Ich meine es aber nicht beleidigend. Ich stehe vor dem unbeleidigenden Wort. Meine Wunde wundert sich. Und etwas weiter drüben. Ich, genderfluid mit Variationshintergrund, das kategorial gegenderte Ich, das früher frausierte, heute typisierte, dazu migratisierte Ich, das bildungstumsferne Ich stehe und will flüstern, Benennungslücken schließen. Durch den Wind, der lind über dem Meer von Wortfeldern weht, eigens wie der Hauch durch mein eigenes Flüstern entsteht und sanft dem Meer neue Bedeutungswellen abgewinnt. Ich will die Fallhöhe von Wort zu Wahrheit verringern. Ich habe ein Anrecht auf semantische Felder, die Spielwiesen sind, auf breite Tummelplätze, soweit die Zunge reicht. Ganz einfach, ich habe ein Anrecht auf menschliche Korrektheit. Und vielleicht fast ein bisschen im Gegenzug dazu, und ich fand das einfach so einen tollen Ausdruck, da steht dann ganz kurz: Es ist Zeit, den Sprachen ihre Fehler zu verzeihen. Also ja, gefiel mir sehr, sehr gut. Möchte auch noch vor allem mehr von dem Verlag auch lesen. Ich glaube, er hat noch nicht mehr geschrieben. Und wie gesagt, ich hoffe, er war das richtige Pronomen. Es tut mir leid, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Auf jeden Fall hat es mir inhaltlich sehr gut gefallen. Und dann schloss ich die His Dog Materials Trilogie ab mit, ja, das Bernstein-Teleskop, genau. Ich mochte es genauso wie den Rest der Reihe. Das heißt, es gibt schon gewisse Unlogischkeiten, aber wir haben eine tolle Atmosphäre und in diesem letzten Band, von dem ich übrigens nicht mehr viel wusste, läuft nun auch alles zusammen. Wir bekommen, glaube ich, für so gut wie alles Erklärungen. Es ist ein wirklich abgeschlossenes Ende. Ich meine, gut, es ist vielleicht auch ein Kinderbuch, da ist es vielleicht noch üblicher. Ja, im Großen und Ganzen stehe ich aber halt dann zufrieden am Ende und mochte die Reihe. Dann las ich mal wieder zwei Comics. Das eine hat sich ein Kollege auf Arbeit bestellt und hat gemeint, ich soll doch da mal reingucken, ob es mir nicht gefiele. Ich habe davon auch auf BookTube schon gehört. Es ist Paper Girls. Das hätte ich mir selber jetzt nicht gekauft. Es spielt 1988 und wir folgen vier 12-jährigen Zeitungsausträgerinnen, über die plötzlich seltsame Ereignisse hereinbrechen. Und ja, ich finde halt die Zeichnungen nur okay und ich finde auch die Geschichte nur okay. Wir haben halt einen gewissen Science-Fiction-Aspekt dann drin. Vielleicht auch ein bisschen Fantasy, ist noch nicht ganz raus, ob sich das nun erklären lässt oder nicht. Und ja, mich hat es nicht wirklich gepackt. Es ist okay, aber nicht begeisternd. Das zweite, was ich las, das war schon etwas interessanter, nämlich Rein in die Fluten. Und das bekommt erstmal für seine Erzählweise viele, viele Pluspunkte. Es ist nämlich so, als würden wir halt
fließend vom einen zum anderen gehen. Wenn wir zum Beispiel an der Tankstelle stehen, sind wir zuerst in dem Auto, die sich darüber aufregen, dass der vor ihnen so lange braucht, und dann fließen wir halt in dieses andere Auto, über die man sich gerade aufgeregt hat. Dann stehen wir im Stau und wir gehen immer weiter vor und dann folgen wir jemandem, der von unten den Stau beobachtet. Und letztlich kommen wir halt an einen Strand. Das ist das Ziel all der Leute, die wir irgendwie folgen, und hören uns dort so die Gedanken und Gespräche an einem Tag, an diesem Strand, in diesem Küstenort an. Das heißt, inhaltlich ist es nicht mehr, es ist einfach so der Alltag der Leute an diesem einen Tag eben. Alltag an diesem einen Tag. Aber ich mochte die Erzählweise eben sehr. Und was vor allem schön war, ist, dass es halt wirklich normale Leute waren. Es sind keine Topmodels, alle sind viele einfach so dick und gemütlich am Strand. Es sind so kleine Ehezwiste oder Familiensachen, wo man weiß, die kommen jetzt schon immer wieder auf. Das heißt, wirklich etwas Durchschnittliches, aber ja, gefiel mir insofern ganz gut, dass man auch mal sowas in dem Comic hat. Dem folgte dann Die Stadt der Diebe von David Benioff, was ich nur so in Ordnung fand. Es geht hier um zwei junge Männer, beziehungsweise der eine ist auch erst 17, die in Leningrad während der Besatzung für unterschiedliche Dinge angeklagt werden, und ein NKWD-Oberst gibt ihnen quasi die Chance, dass sie freigesprochen werden, sollten sie ihm 12 Eier, so bis Donnerstag, ich glaube es ist Samstag oder Sonntag, für die Hochzeit seiner Tochter vorbeibringen können. Und 12 Eier im belagerten Leningrad zu finden, ist natürlich eine schier unmögliche Aufgabe. Das ist vielleicht eine Geschichte für Leute, die eher so eine locker leichte Art bevorzugen, um über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, denn am Rande oder im Hintergrund passieren natürlich schon furchtbare Dinge. Unsere Protagonisten sind auch mal in Gefahr. Es sterben auch Leute. Aber der Ton wird nie wirklich jetzt ernst. Also wäre das irgendwie mein erstes Buch über den Zweiten Weltkrieg oder speziell die Belagerung Leningrads gewesen, wären meine Gedanken so in die Richtung, och, irgendwie ging es ja, so schlimm war das jetzt gar nicht. Also ich finde nicht, dass es die Grauen der Zeit wirklich gut wiedergeben konnte. Und eine Sache, die ich eben zunehmend nerviger fand, auch wenn ich sie mir beim ersten Mal noch so ein bisschen schön zu reden versuchte, das ist der Fakt, dass sie ständig und vor allem wie sie über Frauen reden. Also es ging wirklich immer so, oh ja, die würde sie gerne mal flachlegen und ob die unter ihren 5 Schichten Kleidung wohl noch ordentliche schöne Brüste hatte. Und zuerst fand ich das noch okay. Ich dachte mir halt irgendwie, ja, im belagerten Leningrad ist die Befriedigung deiner sexuellen Bedürfnisse bestimmt nicht an erster Stelle. Das heißt, vielleicht fängt man dann an, öfter darüber nachzudenken, aber es war bei jeder Frau wieder so. Und später treffen sie auch mal so eine richtig taffe Partisane, das ist die beste Scharfschütze und weit und breit. Und das Erste, was sie über sie denken oder was sie sich fragen, ist, oh, ob die unter ihrem Tarnanzug wohl noch schöne Brüste hat. Und jedes Mal wieder. Also vielleicht haben junge Männer im belagerten Leningrad ständig nur daran gedacht. Kann sein, falls es so ist, muss ich einfach ehrlich sagen, es ist mir egal, ich will nicht davon lesen und es hat mich genervt. So. Das heißt, ich fand das eigentlich eine tolle Idee im Kern, also dieser Arm-Reich-Kontrast und wieder halt irgend so ein Bonze für seine ohnehin schon wohlgenährte Tochter noch ein riesiges Fest feiern möchte, während um ihn herum Leute verrecken. Das ist schon interessant, aber in der Ausführung hat es mich nicht so überzeugt. David Benioff ist übrigens ein Schreiber für die Game of Thrones-Serie und erzählt hier prinzipiell das Leben seines Großvaters. Also es geht auch los mit so einer Rahmenhandlung, in der er mit seinem Großvater redet und sagt, ich möchte eure Geschichte aufschreiben, und dann stürzen wir in die Geschichte rein. Aber ja, mich hat es nicht so komplett überzeugt. Und als Letztes, ich weiß, sehr, sehr viel Kinder-Fantasy in diesem Monat, las ich noch Harry Potter und der Feuerkelch. Und zwar hatte ich mir doch Anfang des Jahres mal, nicht als Hauptaufgabe, aber so ein bisschen vorgenommen, Band 4 bis 7 nochmal zu lesen, weil ich 2015 eben mit der Reihe nochmal anfing und nur bis Band 3 kam, und hatte komplett vergessen, dass Ende Juli ja dieser 8. Teil rauskommt. Ich weiß, es ist nur ein Skript und nicht direkt von J.K. Rowling geschrieben, aber ich dachte mir, es wäre eigentlich schon interessant und oder klug, wenn man die Teile halt vorher nochmal liest und nicht jetzt den 8. quasi und dann die 4 bis 7 nochmal. Und da muss ich mich jetzt ganz schön ranhalten, denn Band 5 bis 7 sind ja doch recht dick, und ich habe mir auch noch den Distelfinken zusammen mit Versand vorgenommen und Bedenke Flebers zusammen mit Mimibook. Das wird ein interessanter Juli, aber ich wollte halt jetzt doch nochmal schnell, was heißt schnell, die gehen ja auch halbwegs gut zu lesen, durchziehen. Der 4. war noch nie mein Lieblingsteil. Das liegt einfach schon daran, dass wir halt die Quidditch-Weltmeisterschaft haben und auch das Trimagische Turnier. Das sind so Sachen, das ist nicht so mein Hauptinteresse. Ich meine, ich mag es total, worauf dieses Trimagische Turnier dann hinausläuft und wie sich alles erklärt und alles wieder zusammenhängt. Aber vorher so die magischen Aufgaben,
ist nicht so ganz meins. Ich merke halt zunehmend, dass ich so das Lustige in dieser Reihe nicht mehr lustig finde. Also es geht schon mit den Dursleys los oder speziell Dudley, wo ich das Gefühl habe, schon allein sein Fettsein soll irgendwie lustig sein. Also hier da immer so rumwascheln und wie das immer betont wird. Das finde ich halt nicht mehr witzig. Oder auch wenn Zauberer halt elektrisch nicht aussprechen können oder nicht fähig sind, sich normal anzuziehen. Also ich finde es halt nicht amüsant, wenn ein erwachsener Zauberer ein Damen-Nachthemd anzieht und meint, das ist so das Normale, was Muggel anziehen, denn es kann eigentlich nicht so schwierig sein, das herauszufinden, was Muggelmänner so normalerweise anziehen. Und jetzt sind wir alle erwachsen, ich finde das halt nicht mehr lustig, es ist, um genau zu sein, ein bisschen blöde, oder zumindest ist es ein Humor, der sich über die Dummheit anderer lustig macht. Und das ist einfach nicht meine Art von Humor. Was ich am Rande nochmal erwähnen wollte, in späteren Teilen habe ich das Gefühl, dass man mit Draco Malfoy fast schon Mitleid haben kann, oder es gibt doch da auch so ein paar Diskussionen, so, ach, der hat es ja auch nicht leicht, ja, aber das ist ja ein riesengroßes Arschloch. Ich hatte das, glaube ich, schon wieder ein bisschen verdrängt, wie schlimm der eigentlich ist. Also, das ist wirklich, also, es ist, der ist einfach kein guter Mensch, Punkt. Also, das ist mir auch egal, von welchen Eltern der großgezogen wurde, das ist ja furchtbar so. Also, ja, wollte ich nochmal erwähnen. Im Großen und Ganzen ist die Reihe halt mit einem noch viel, viel größeren Nostalgiefaktor für mich verbunden als His Dark Materials. Das ist einfach meine Kindheit gewesen. Ich habe immer auf diese Teile hingefiebert und ich komme wirklich, wirklich gern zurück in diese Welt. Also auch wenn ich immer was zu kritisieren habe, auch damals schon, gehöre ich doch irgendwie zu den Leuten, die sagt, es ist halt Harry Potter. Also so komplett objektiv kann ich die Serie einfach nicht lesen. Ich merke aber auch jetzt schon, also ich habe schon noch Lust auf die letzten drei Teile, aber ich weiß genau, dass mir dann speziell Kinderfantasy, aber Fantasy allgemein erstmal nicht unterkommen wird. Also ich bin jetzt schon fast übersättigt. Ich meine, ich lese Harry Potter noch, denn es ist so ein großer Teil meiner Jugend und ich habe es mir jetzt vorgenommen. Aber dann reicht es auch erstmal. So. Und das waren alle gelesenen Bücher im Juni. Ich freue mich, wenn ihr etwas dazu kommentiert, was ihr vielleicht schon gelesen habt oder auf was ich euch jetzt Lust gemacht habe, wobei ich ja einiges auch mal wieder kritisieren musste. Ich freue mich auf das Lesen im Juli, denn der Distelfink steht schon ganz groß auf meiner Wunschliste. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.